Unsere Stadt Kiel ist vielleicht nicht die schönste Stadt der Republik, dafür aber die beste. Nämlich in Sachen Klimaschutz. In der Vergangenheit hat sich keine andere Stadt so sehr für das Thema eingesetzt. Ob mit Landstromaggregaten für die dicken Pötte oder mit Elektroantrieb für unsere Förderdampfer und für unsere Busse oder mit neuen Fahrradwegen durch die ganze Stadt. Und dafür gab es erst kürzlich den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Die Kieler packen es halt an und schnacken nicht nur. Und so auch die Stadtwerke. Sie sind auf Kurs Klimaneutralität und wollen in der Zukunft Strom und Wärme klimaneutral erzeugen. Das heißt, kein CO2 mehr. Also null. Gar nichts. Ein Riesenschritt ist schon gelungen mit dem Küstenkraftwerk. Damit werden schon jetzt 70% Emissionen eingespart. Das sind jedes Jahr 1 Million Tonnen CO2. Und in Zukunft sollen die großen Motoren hier im Kraftwerk nach und nach auf den Betrieb mit Wasserstoff umgerüstet werden. Dann kommt da oben kein CO2 mehr raus. Das ist gut, ne? Und hier nebenan, wo das alte Kohlekraftwerk auf seinen Abriss wartet, kommt was ganz Neues hin. Die nächste große Klimaneutralitätstechnologie namens Großwärmepumpe. Und an dieser Stelle kommen die Kieler wieder ins Spiel. Also ihr, denn das, was wir vorhaben, geht nur gemeinsam mit euch und euren Fernwärmeheizungskellern. Dr. Teupen, Sie sind technischer Vorstand der Stadtwerke, also quasi der oberste Wärmewende-Ingenieur, wenn man so will. Warum genau sind jetzt im nächsten Schritt diese Großwärmepumpen für unser Fernwärmenetz wichtig? Ja, wir haben mit dem Küstenkraftwerk die Grundlage geschaffen für eine stabile und zuverlässige Wärmeversorgung. Und jetzt geht es natürlich darum, auf dem Weg hin in unsere Klimaneutralität regenerative Elemente zu ergänzen in unserem Energiesystem. Und da ist die Wärmepumpe natürlich ein ideales Mittel. Wir haben verschiedenste Technologien untersucht und haben uns gedacht, hier an der Förde sind eigentlich ideale Voraussetzungen. Wir haben den großen Thermalspeicher der Kieler Förde, wo Energie drinsteckt. Und diese Energie müssen wir nur entnehmen, müssen sie auf ein höheres Temperaturniveau bringen. Dafür dient die Wärmepumpe und damit machen wir Wasser heiß. Und mit dem heißen Wasser können wir dann auch die Heizung heiß machen. Und was bedeutet das für die Heizungskeller der Kieler Kunden? Die Wärmepumpe liefert die Temperatur oder das Energieniveau niedriger als bei anderen Medien, wie wir in der Vergangenheit Fernwärme erzeugt haben. Das heißt, es ist wichtig, dass im Keller die technischen Anschlussbedingungen eingehalten werden, sprich die Rücklauftemperatur nicht überschritten wird. Weil wir jetzt insgesamt mit dieser Integration der Wärmepumpe die Vorlauftemperatur auf das absolut notwendige Minimum absenken wollen, um die höchste Effizienz in unserem Fernwärmesystem zu erreichen. Das heißt also, der Weg zur CO2-Neutralität geht nur gemeinsam mit den Fernwärmekunden. Sie können aktiv zu einer ökonomischen und ökologischen Zukunft der Fernwärme beitragen. Und einer, der die Kieler Kunden kennt, ist Kai Kistenmacher. Kai, was sind jetzt die nächsten Schritte, um die Rücklauftemperaturen in den Heizungskellern möglichst niedrig zu bekommen? Ja, der erste Schritt ist erstmal auf unserer Seite. Wir werden jetzt in den nächsten 5 Jahren alle Fernwärmeanlagen im Rahmen des Turnuswechsels mit fernausschließbaren Messungen ausstatten, dann jeweils in den Wintermonaten die Zeit nutzen, sozusagen Daten zu analysieren und abhängig von den Ergebnissen dann auf die Kunden zugehen. Das heißt, Anlagen, die Rücklauftemperaturen schon prima erfüllen, kriegen ein Schreiben, prima, alles gut, fit für die Zukunft. Und dort, wo es Handlungsbedarf gibt, da werden wir dann entsprechend auch den Hinweis geben, dass etwas zu tun ist und dass wir dann auch eine Reaktion von den Kunden erwarten darauf. Und warum ist es wichtig, dass die Kunden das Thema jetzt schon kennen, wenn ja die Zählerwechsel oder auch diese Analysen gegebenenfalls noch ein paar Jahre auf sich warten lassen? Ja, weil wir sehen, dass ganz, ganz viel Sanierungsbedarf oder Sanierungswille auch in den nächsten Jahren da sein wird. Effizienz Themen voranzutreiben, Förderprogramme dafür auch zu nutzen, die ja bereits da sind, einfach um mit der wertvollen Energie auch sorgfältig umzugehen. So, und in diesem Zuge ergibt sich eben immer auch die Möglichkeit und auch die Notwendigkeit, auf die Heizungsanlage ein Augenmerk zu legen und zu gucken, wie kann ich da eigentlich das, was ich an Gebäudehülle verändere, auch auf die Heizungstechnik runterdenken und weiterentwickeln,
immer mit dem Ziel, möglichst niedrige Rücklauftemperaturen eben an das Fernwärmenetz zu bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein paar Fragen offen sind, aber damit lasst ihr eure Kunden nicht allein, oder? Nein, ganz sicher nicht. Wir sind im Vertrieb und mit den Kollegen der Technik gut abgestimmt und werden die Kunden da entsprechend beraten. Es betrifft ja letztendlich alle Kunden und alle Kundengruppen, von den Firmenkunden, die Wohnungswirtschaft, das öffentliche Segment sozusagen, die Privatkunden. Ja, und da werden wir entsprechend die Fragen aufnehmen und unsere Antworten zu geben und die Kunden ein Stück weit natürlich auch geleiten, was dann zu tun ist. Danke, Kai. Und wer jetzt noch mehr rund um die Wärmewende wissen will, findet hier alle Infos dazu. Kiel hat also ein neues gemeinsames Ziel, die Wärmewende mit dem Kurs Klimaneutralität, um die Stadt zu einem nachhaltigen, lebenswerten Ort zu machen. Und die Stadtwerke, zusammen mit ihren Kunden, die reden nicht nur drüber, sondern machen es einfach. Das ist halt typisch Kiel.